Folge 76 müsste es sein. Und blendest du auch hinter mir dann ein? Nee, so krass, so viel Arbeit mache ich mir jetzt nicht für den Podcast. So, Freunde, wir begrüßen euch zur nächsten Podcast-Episode. Zeit läuft, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und zwar darf ich das allererste Mal gleich zwei Mads Physik Pros bei mir im Haus begrüßen. Ich bin ja schon voll nervös, Alter. Krank. Ja, Michael, wie immer, der Co-Host, heute Peace. Vor Ort. Und dann haben wir einmal, boah, ich sehe den Kopf. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Warum war das so krass? Ja, der saß eben weiter vorne. Egal, wir lassen das drinnen. Jetzt sieht's wild aus. Genau. Kuscheln. Beste. Perfekt. So, und dann einmal natürlich den Florian. Bei dir ist ja einiges passiert in den letzten Wochen. Du hast ja auch berichtet, dass du nochmal einen geilen Drop hast, beziehungsweise einen Push gemacht hast. Mhm. Wie sind die letzten Diätwochen mit dir so gelaufen? Sagen wir mal, vor 2-3 Wochen war es echt crispy, so auch vom Kopf her. Aber jetzt die letzten 2 Wochen, dafür, dass das Gewicht sich so gut entwickelt, viel Cardio noch drin ist, ich fühle mich echt super. Was heißt viel Cardio? Kannst du das definieren? Also im Endeffekt hatte ich ja vorher an den Rest Days immer Cardio drin, eine Stunde Stairmaster, Crosstrainer, ganz entspannt. Und jetzt habe ich an den Trainingstagen auch 30 Minuten Cardio mit reingenommen, also 10 Minuten vorher, 20 Minuten nachher. Genau. Bei jedem Training? Ja, plus die Steps ein bisschen angehoben. Aber wirklich entspanntes Cardio, ne? Ich kann... Das ist kein Hit. Nein. Also sehr, sehr smooth. Aber hat sich nochmal ausgezahlt. Das ist einiges gegangen, ne? Du hast letztes Mal das in die Story gepostet mit der roten Wallshots, wo du da geflext hast. Michael und ich haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Ich so, Digga, warum sieht das so krass aus? Ja, bei Perspektive von oben. Ja, immer das Gleiche. Von oben. Was ist so aktuell dein größter Struggle in der Diät? Was würdest du sagen? Schlaf. Aber nicht Schlaf, weil ich nicht schlafen kann, sondern weil ich... Also das ist ganz komisch. Bei mir die letzte Zeit ist so, dass ich nachts wach werde. Und mein Kopf, also ich muss pinkeln. Und mein Kopf sagt so, oh, ist schon morgen, kann ich schon aufstehen? Also ich will, dass der Tag beginnt. Das heißt, es ist nicht so, weil ich sage, okay, ich habe Hunger oder ich brauche was zu essen, sondern eher, weil ich so aktiv, also ich fühle mich echt wie Leute, die auf Substanzen unterwegs sind. Okay, und du bist nicht, also du stehst auf und hast dann gar keine Ermüdungserscheinungen oder nö, du bist gar nicht. Träge über den das Tag? Das ist auch ganz komisch, ich habe vor 3 Wochen habe ich noch sogar Mittagsschlaf gebraucht, den brauche ich auch nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass ich vorher habe ich halt immer akribisch darauf geachtet, mindestens 8 Stunden reinzubekommen. Mhm. Das heißt, wenn ich so nach 6 Stunden wach geworden bin oder 6,5, habe ich mich nochmal versucht hinzulegen. Und das mache ich nicht mehr. Also aktuell stehe ich halt auf, wenn ich das Gefühl habe, dass ich wach bin. Außer jetzt ist es mitten in der Nacht. Kann auch einfach sein, dass ich vorher halt so dann im Schlafrhythmus mitten in der Mitte wach geworden bin. Weißt du, was ich meine? Dass wenn du so, der Wecker klingelt in einer Dreiviertelstunde, du willst aber noch diese Dreiviertelstunde dann schlafen und dann kommst du wieder in die Tiefschlafphase rein und wirst mitten in der Tiefschlafphase wach. Und dann mache ich einfach nicht mehr. Aber du hast schon recht, Schlaf ist wichtig, das heißt, kann auch sein, dass ich deswegen so flach bin. Ah, flach, das schauen wir uns ja gleich an im Gym, ne? Dann bin ich mal, oder sind wir mal gespannt, dich nach so langer Zeit wieder zu sehen, nicht nur auf Fotos, sondern in Real Life. Aber ich meine, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass man mit weniger Körperfettanteil einfach weniger Schlaf auch benötigt. Aber wie wenig Schlaf ist es aktuell bei dir? Sag mal. Ach so, nee. Also ich hatte jetzt so wirklich 2 Tage hintereinander, die waren richtig beschissen. Da war es aber auch, weil ich im Dachgeschoss Schlafzimmer habe, warm. Wetter, ne? Ja, und dann war ich halt um 1:30, Bro, ich gehe um 1:30 pinkeln und mein Kopf so, boah, ich kann bestimmt jetzt schon aufstehen. Und dann kennst du das so ein bisschen vom Kopf dann, okay, und dann guckst du aufs Handy und dann siehst du so 1:30 und dann weißt du, es ist vorbei, weil du im Kopf ja schon aus dem Schlafgedanken raus bist. Mhm. Und dann bin ich halt auf die Couch, da habe ich wirklich immer so 2 Stunden, am nächsten Tag 5 Stunden. Und ich habe das Problem, ich kann im Dachgeschoss nicht, wenn ich das Fenster aufmache, frag mich nicht warum, muss das Fenster zu haben beim Schlafen. Beziehungsweise sonst schlafe ich unruhig. Okay. Deswegen für nächstes Jahr Klimaanlage. War safe. Ja. Das ist schon echt mies mit dem Wetter, ich merke das ja aktuell auch. Der hat richtig Schlipp, weil du im Keller pennst, ne? Ich penne zwar im Keller, aber wenn wir über das Schlafthema reden, bei mir in meiner Wettkampfdiät, auch wegen Schichtarbeit gewesen,
Ich glaube, ich hatte Phasen, da habe ich 3 bis 5 Stunden geschlafen. Also da hätte ich auch gesagt, Regeneration, Leute, ist wichtig. Aber da war auch mein größtes Problem. Ja, du hast halt harten Push dann noch, ne? Das ja, ist voll, bei mir voll. Auch so, ich gehe um 21 Uhr raus, eigentlich will ich um 22 Uhr schlafen und dann mache ich Steps und dann denke ich mir auf einmal, boah, in 1,5 Wochen ist der Wettkampf. Was für 10.000? Also 10.000 noch ein Stück, ne? Dann mache ich ja 15.000. So, ja. Dann gehe ich halt, wenn ich einmal in diesem Modus bin, dann gehe ich. Ich gehe ja auch seit neuestem mit Gewichtsfesteln. Ja. Das ist richtig geil. Merkst du einen Unterschied? Ja, ich habe angefangen, also die Gewichtsfeste geht bis 20 Kilo. Das war schon eklig. Also weil es halt auch so wie, als wenn du so einen schweren Rucksack drauf hast. Und jetzt habe ich so Sweet Spot gefunden bei 10 Kilo. Also ich bin mal bei 15 Kilo, dann war ich mal bei 8 Kilo, jetzt gehe ich mit 10 Kilo. Und es ist schon, dass man merkt, also du kriegst halt einen Ticken mehr Aktivität rein bei gleichem Zeiteinsatz. Ne? Also du versuchst alles, um jetzt nochmal den Final Cut rauszuholen. Genau. Ja. Aber das mache ich ja schon seit Mitte der Prep. Okay. Krass, aber bei so einer hohen Aktivität muss man ja vergleichsweise sagen, also Steps 15.000 plus Beste plus noch das ganze Cardio. Bei wie viel Kalorien pendelst du dich momentan ein? Ich mache es wirklich sehr flexibel aktuell, aber ich bin so bei 2.000 bis 2.300. Ja. Das ist auch fucking wenig, ne? Ja. Für die Aktivität noch. Ich hab nicht Tester drin wie du. Ich mach's in der DM nicht. Mach nicht jeden Tag neue PRs. Ne, mittlerweile auch nicht mehr. Okay. Aber das ist auch die Frage, auf ein guter Punkt oder eine geile Überleitung, da wollte ich auch drauf zurück. Und zwar, du bist ja auf Testosteron-Ersatztherapie. Mhm. Merkst du jetzt einen Unterschied im Vergleich zur DF von 2019? Also, schwierig zu sagen. Du kannst ja eh die erste, also frag mal jeden, der gepreppt hat, die zweite DF ist immer einfacher als die erste. Hm? Das ist doch eigentlich jeder. Also jeder, der das sagt. Was habe ich verändert? Also 2019 war ich ultra verbissen. Das bin ich nicht. So, ich gehe. Weil du weißt, dass du eine andere Liga spielst? Andere Liga, ich gehe draußen, also dass die anderen eine andere. Also ich habe halt von der Erwartungshaltung bin ich ein bisschen weiter runter. Mhm. Ne? Ich gehe noch mit meiner Freundin draußen essen, ich gehe noch mit Freunden draußen essen, ich bin auf Geburtstagen, ich probiere Sachen. Es ist nicht so, dass ich halt hart mich einschränke. Und das habe ich gemerkt, hat mein Cortisolspiegel so runtergebracht. Also das ist erstmal, hat sich verändert. An der Ersatztherapie selber, also natürlich muss man einen Unterschied, oder sollte man einen Unterschied merken. Ne? Ich weiß halt nicht, ob ich bin im Oberkörper schon relativ lean, aber meine Beine sind jetzt noch nicht. Also ich war 2019 zum gleichen Zeitpunkt von den Wettkämpfen schon deutlich leaner. Das heißt, ich weiß nicht. Ich bin ja dieses Mal auch aus der Offseason gestartet, also wirklich Off-Season, Körper fährt hoch. Und letztes Mal war es ja so, ich bin 2-3 Jahre Summer-Buddy rumgelaufen und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt die Wettkampf-Diät. Das heißt, ich bin ja vom KFA, würde ich mal schätzen, so mit 10% schon reingestartet. Mhm. Und jetzt kam ich straight von 15, würde ich mal schätzen. Ja, das ist natürlich jetzt ein Riesenunterschied, ne? Auch generell von der Dauer auch wahrscheinlich, ne? Nee, ich habe am Ende auch 6 Monate Prep hinter mir. Bis November, ja. Also November sind ja die Hauptwettkämpfe. Bis dahin habe ich auch 6 Monate. Also was ich beurteilen kann, zumindest von den Fotos, dass du schon im Vergleich zu vor 4 Jahren deutlich draufgepackt hast. Ja, Bro, du auch. Das sind 4 Jahre. Ja, aber das... Was meinst du denn, 4 Jahre? Ich habe ja halt noch eine Season dazwischen gehabt, ne? Du hast dich ja 4 Jahre komplett nach hinten gechillt. Und ich meine, der Rücken, der sah auf Bildern schon so aus, das war ja damals ein bisschen der Schwachpunkt. Mhm. Weiß nicht, ob ich heutzutage noch so gut bei dem Rücken aussehe daneben. Aber der Punkt, du sagst, du hast jetzt dein Cortisol gesenkt, weil du einfach dich jetzt nicht so krass auf diesen Wettkampfsport oder auf die Shows fokussierst, weil du auch noch viel draußen machst, flexibler diätest, mehr mit anderen Leuten noch machst. Aber ist das nicht das, was die vielleicht am Ende auch, was du dir vorwerfen kannst, weil du sagst, okay, du hast nicht alles gegeben vielleicht, oder gibst du trotzdem alles, weißt du, ich meine? Sagen, also wenn ich so sage, von der, das, was ich reinstecke, ja, aber ich sag halt immer, wenn jetzt jemand draußen nicht essen geht, weil er sagt, ich weiß nicht, ob das 150 Kalorien mehr oder weniger hat, weil der Koch vielleicht ein bisschen mehr Butter benutzt hat oder nicht, Bro, 7000 Kalorien sind 1 Kilo Fett. Wie viel sind 150 Kalorien?
30 Gramm Fett? Körperfett. Und jetzt sagst du mir, du nimmst dir das, weil du sagst, dann habe ich 30 Gramm an dem Tag, habe ich nicht abgenommen. Wir gehen jetzt nicht davon aus, es geht nicht darum, okay, der macht mal ein bisschen mehr Salz rein. Natürlich solltest du das nicht kurz vor den Wettkämpfen machen. Aber so rein, sich so hart zu limitieren, ein Plus da kommt dazu, dann, ich sag dir dann, mein Need ist immer noch relativ hoch, weil ich noch viel kommunikativer dadurch bin. Wenn du halt anfängst, das nicht mehr zu machen, du gehst nicht mehr mit deinen Freunden raus, du unterhältst dich nicht mehr, dann wirst du irgendwann zum Zombie. Und dann ist dein Need am Ende unten. Also ich weiß nicht. Also ich sag, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ne? Okay, dann würde ich die Frage einfach mal weitergeben. Wieso warst du damals in deiner Wettkampf-Diät nicht oft draußen essen? Ich? Ja. Boah, einfach. Also mir hat es halt einfach geholfen, Routine beizubehalten. Cravings vielleicht auch sowas. Also wenn wir darüber reden. Mhm. Cravings in dem Sinne, nicht, dass ich mir was verboten habe, aber bei mir ist das so, wenn ich dann anfange, etwas zu essen, so, und dann bekomme ich irgendwie Bock auf mehr davon. So, okay. Ne? Also, wenn ich dann anfange, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, Cheat-mäßiges zu essen, ne, was nicht optimal in eine Wettkampf-Diät-Essen passen würde, dann, dann bekomme ich einfach Bock auf mehr davon. Und um das ein bisschen zu vermeiden, habe ich mir einfach meine festeren Mealplans gelegt. Hast du das nur durch Sweets bekommen? Weil bei mir ist es so, ich habe diese Prep, glaube ich, noch nie so wenig Süßes gegessen. Ich esse generell nichts Süßes, aber okay. bei mir ist es so, also so bin ich aufgewachsen, alles, was auf den Tisch kommt, man isst nicht, bis du satt bist ungefähr, du isst, bis das Essen weg ist. Okay, und da muss ich zustimmen, das ist das einzige Problem, das ist krass. Wir gestern essen. Ja. So, und ich esse meinen Teller auf, dann sind wir aber mit Leas Großeltern und die lassen dann ein halbes Steak noch übrig. Genau. Und ich gucke so und ich denke so, na komm. Geht nicht. Also ich esse es dann auch. Ja, alles, was so Pommes ist oder sonst was, da stimmt schon, da muss man sich, aber ich finde, das kannst du halt immer kontern dann, ne? So, selbst wenn es am Ende 500 Kalorien mehr sind, dann verteilst du es auf zwei Tage, machst 250er Defizit da, 250er da oder gehst noch eine große Runde spazieren. Oder machst 20 Kilo Weste. Das nächste Mal sehen wir den im Sommer mit 50 Kilo. Aber habt ihr schon mal, weil ich hatte zum Beispiel auch noch nie, dass ich sage, dass ich in der Prep je oder generell in der Diät hatte ich noch nie quasi so einen Aussetzer, dass ich gegessen habe. Ich hatte schon mal, dass ich willentlich gesagt habe beim All You Can Eat, okay, ich gönne mir heute. Und danach so gemerkt habe, boah, Bruder, das hätte die letzten zwei, drei hätten nicht sein müssen. Ne, und das mir echt schlecht war. Aber es war noch nie, dass ich so gesagt habe, dass ich so einen Kontrollverlust hatte. Und dann halt 5000 Kalorien gegessen habe und dachte auf einmal, Alter, was habe ich gerade gemacht? Ich hatte sowas auch noch nie. Aber haben wir ja viele Probleme mit. Also ja, auf jeden Fall. Aber das kann ich halt nicht nachvollziehen. Weil man entscheidet sich ja selbst dazu, sowas zu tun oder so eine ganze Wettkampfdiät zu absolvieren. Das Einzige, was bei mir passiert ist, wenn ich nachts aufwache, das ist schon 3-4 Wochen her, und ich lag dann immer eine halbe Stunde im Bett, habe überlegt, gehe ich jetzt runter und esse einen Riegel, damit ich halt weiter schlafen kann, oder bleibe ich jetzt die ganze Zeit wach? Dann bin ich lieber runtergegangen, habe den Riegel gegessen, aber das habe ich halt mit in die Kalorien vom nächsten Tag genommen. Okay. Ja, also das habe ich nur ein bisschen aufgeschoben, aber so kompletten Kontrollverlust oder reinschieben, fühle ich halt in dem Sinne gar nicht, weil das auch irgendwo so die Competition ist, ne? Dass man damit klarkommen will und muss, ne? Auf lange Zeit. Genau. Also ich hatte tatsächlich einen kleinen Kontrollverlust. Es ist jetzt nicht geistkrank ausgeartet. Hat mir ja im Podcast schon erzählt, ne? Mit den Pommes. Mit den Pommes. Das sind halt so Snacks, ne? Also ich bin gar nicht so der Fan von Süßem, also das triggert mich überhaupt gar nicht, aber so deftiges wie so Chips, Pommes und so. Man hat ja selbst in der Offseason fängst du eine Tüte Chips an, so, und da einfach zu sagen, bevor die leer ist, ja, ich höre jetzt auf, ist ja schon geistkrank schwer, aber dann noch in der Prep, und das war bei mir auch so, da lag halt Pommes auf dem Tisch, größere Familie, so, die haben zu viel, wie bei dir beim Essen gemacht, liegt dann halt da, ich so, oh nein. Und dann habe ich angefangen zu essen, und wirklich, man merkt es nicht, also, ich habe gegessen und habe ganz halt gedacht, Bro, du musst jetzt aufhören, also, was machst du hier, ne? Und es ging einfach nicht. Du hast einfach wirklich keine Kontrolle mehr darüber. Ach, voll schade. Pommes kann ich nicht mehr essen. Ich liebe Pommes. Ich habe früher Pommes geliebt. Und irgendwie war in meinem Kopf irgendwann so Transfette. Und jetzt ist auf einmal, triggert mich nicht mehr. Nicht? Aber es ist auch so, lieber nehme ich eine Folienkartoffel mit Sauerrahm als Pommes. Und das ist schade. Weil eigentlich
Pommes waren Pommes geil. Geil, ne? Aber Pommes ist halt auch Calorie-Intake, kriegst du halt relativ schnell dann deine Tausenden, wenn ziemlich viele offen sind. Außer Geheimtipp, Low-Fat-Pommes vom Kaufland. Und das im Airfryer oder so. Geil. Airfryer habe ich nicht. Ich habe nur einen Reiskocher. Ja. Aber sonst, ja, foodtechnisch Trigger eigentlich wenig. Also weil, man muss dazu noch sagen, ihr preppt ja beide ohne Coach auch noch. Ja. Ne? Das heißt, bei mir war es noch das Ding, wenn ich meine Meals hatte, so, dass ich das besser dass es besser für mich übersetzbar war auf meinen Coach, was ich dann halt gegessen habe und das nicht selber in meinem Kopf so hier entspinnst. Du hast den Coach, oder? Nee, der war bei Tobias. Ich bin bei Tobias Büchner. Ach, okay. Genau. Cool. Und genau, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich nicht so oft auswärts gegessen habe. Genau. Ja, vor allen Dingen, kennst du ja selbst, dann gehst du mal draußen essen und das Gewicht höher, dann weißt du nicht, okay, ist das jetzt wegen Salz, Mageninhalt, ja, wenn ich normal gegessen hätte. Ich weiß komplett, ne? Aber das sind ja nur marginale Schwankungen. Aber wenn du halt, du gehst jede Woche zwei, drei Mal essen. Ja, bestimmt, aber das ist halt voll schwer. Ich weiß, aber ich habe mich auch verabschiedet davon, von diesem eigenen Körperbild. So, wenn ich drei Tage scheiße aussehe, dann sehe ich halt scheiße aus. Weißt du, Showday. Du gehst Showday aber jeden Tag auf die Waage. Und das triggert dich das nicht hart? Nein. Aber das ist halt auch so, was mich halt hart triggert, dass ich die letzten drei Wochen, wenn du dann halt so eine Periode hast, wo du auch nicht draußen essen. Ich habe voll oft Drops gehabt, nachdem ich draußen essen war. Frag mich nicht warum. Ich war Pizza essen, eigentlich müsste denken, jetzt müsste die Waage eigentlich nach oben ticken. Zwei Wochen hat die Waage sich nicht bewegt, ich gehe Pizza essen, Drop. Naja, okay. Weil du weißt nicht, vielleicht Cortisol runter, kann auch sein, dass du halt weniger Mageninhalt hast. Kann auch sein, dass du am Ende sogar weniger Salz drin hast, weil du in der Prep immer mehr Salz und dadurch den ganzen Tag halt ein bisschen weniger isst. Also ich spare die Kalorien ja vorher ein. Ne? Also wenn ich zum Beispiel Pizza essen gehe, ne, dann ist einfach mein Frühstück bleibt gleich, meine Carbs vorm Training sehr, sehr gering, Fette gar keine dann den ganzen Tag über. Mhm. Dann gehe ich halt abends Pizza essen, fahre mit dem Fahrrad hin, fahre mit dem Fahrrad zurück, gehe noch ein bisschen spazieren, passt. Ich meine, jetzt in den letzten Wochen ging ja sehr, sehr gut ab bei dir. Was meinst du, wie viel müssen wir hier noch runter? Und wann ist die erste Show? Die 67, 68 angepeilt. Boah, das ist wenig, ne? Also das ist auch viel Gewicht. Ich bin bei 71, was war heute Morgen? Ich habe einen krassen Drop. Oder? 71,6. 71,6, glaube ich. Ja. Wann ist die erste Show? Nächstes Wochenende. Also Sonntag in... Was? Ja. In wann? Nächste Woche? Samstag. 17? Ja, in 8 Tagen. 17? Ja. Ja, da wo die WMBF ist, genau. Also, ich starte nicht bei der WMBF, aber gleicher Tag wie die WMBF. Wo ist das? In Holland, Rogeven. NPC Show Krachtig Club. Hey, du weißt, alles aus der Pro-Card ist Blamage. Ist das auch ein Pro-Qualifier? Nee, ne? Nee, das ist ja, du musst ja erstmal bei der Regal starten, Regional und dann quasi. Aber ich habe bei der NPC ist eh, für mich ist die NPC so Warm-up und einfach mal ein bisschen Competition haben und ein bisschen. Aber ich habe auch jetzt Feedback schon von mehreren bekommen. Auch morgen bin ich nochmal bei jemand anders, der auch viele NPC-Athleten und die meinen halt, also das ist halt. Nee, Muskelmasse-Technik wird das halt deutlich. Sagen die alle? Ja. Also Muskelmasse-Technik bei der NPC, du kannst natürlich mal Glück haben und dann ist das Starterfeld. Mhm. Vielleicht nicht so stark. Die Linie passt, aber genau, das ist halt die Sache, halt, Punkt ist. Was notwendig, ne? Ja, safe. Ja. Aber ich finde viele, also meiner Erfahrung nach, viele stellen sich bei der NPC dann drauf und haben einfach nicht die Linie. Also sind halt, klar, die haben viel Muskelmasse, aber haben nicht diesen Physiklook, ne? Das natürlich, aber es muss ja nur einer dabei sein, der beides hat. Hm. Aber ich habe auch gesagt, wie gesagt, ich habe trotzdem Bock. Ja, man weiß, wie gesagt, nie wer kommt, aber was ist leider halt viel Kohle immer, ne? Das ist das, was ich sagen wollte. Du fährst da hin und es ist halt schon, aber ist für mich so, also ich habe das jetzt, das dadurch, dass es in Holland ist, ich überlege halt am Samstag mit meiner Freundin hin. Also am Samstag eine Unterkunft, dann vielleicht morgens zum Meer fahren, ein bisschen Tag am Meer verbringen, dann abends macht zu mir zwei Schichten Farbe, dann schlafen, Wettkampf, nach Hause fahren. Also so ein bisschen das Ganze halt mit verbinden, mit, du weißt ja selber, diese Wochenenden sind immer die geilsten. Mega. Also Wettkampfwochenende ist halt einfach. Ja, wenn das jetzt nicht am gleichen Tag wäre wie der Coaching Day, dann wäre ich safe gucken gekommen.
Weil Holland ist ja eine Stunde von hier, ne? Ja, 3 Stunden. Da wurde der Wettkampf erst 3 Stunden? Nein. Das ist schon krank, ja. Schon. ich hatte echt was nochmal erzählt. Ich bin doch nicht. Ah, da vielleicht kurz. 3 Stunden Support. Oder ich hab ein bisschen Diät-Struggle oder so. Nee, aber. Ja, aber weißt du, was ich immer so. Das ist. Komm, wir drehen mal den Spieß um. So. Ja. Du hast ja auch gut draufgepackt, oder? Ich finde. Also sehr, ja, sehr gut draufgepackt, ja, oder? Safe. Ja. Weil das Lustige ist, 2019, wenn du mal unsere beiden Videos anschaust, würde ich sagen, dass wir beide gleich viel aufgebaut haben, oder? Ja, also ich bin gespannt, wie es gleich aussieht, ne? Light. Ja. Aber safe. Also, wie viel Kilo hast du draufgebaut? Im Vergleich zu 2019, boah, 2964, da war ich halt nicht enttart, ne? Da war ich auch, glaube 63, 64 Kilo, das müssen dann jetzt auch so wahrscheinlich 6, 7 Kilo sein. Ja, siehst du, das haben wir aufgebaut als ich. Ja, ja, stimmt, du warst bei 61 Kilo, ne? Also ich war bei 61, ich habe mir, das Daytrade, was ich genommen habe, ist 64, 65, 61 war ja mein lowest weight entladen vor der AMBF, ne? Also hatte ich nicht geladen gehabt. Und ich würde mal so sagen, bester Look war mit 64, 65. So, und wenn ich jetzt die 68, vielleicht die 69 mache. Ich muss gleich mal gucken, ob ich echt so viel runter muss. Bruder, meine Beine. Guck mal, ich will endhart kommen. So. Ja, aber Beine juckt doch niemand. Nein, aber ich weiß, meine Beine müssen endhart sein, damit mein unterer Rücken endhart ist. Also hast du das Ziel, die gleiche Härte zu bringen wie damals? Safe. Ja, andere. Dann ist dein Testospiegel wieder so weit runter und dann musst du auf jeden Fall noch ein TRT machen. Das ist halt die Sache, ist halt konstant. Also das muss man nochmal sagen, das ist halt echt ein Vorteil, den man hat, dass man einen konstanten Spiegel in der Diät hat. Also in der Diät hast du eigentlich den meisten Vorteil. Ja, safe. Das. Deswegen kann auch sein, dass ich mich verrechne und ich komme am Ende bei 70 raus. Oder 75 von jetzt auf gleich. Ja. Also wenn ich bei 75 lande, dann wisst ihr, dass es... THT Plus. Premium. Premium. Aber nee, hast du sonst noch was in der Diät anders gemacht als 2019? Würdest du was also, sagen? Außer dich vielleicht nicht zu stressen, was es nicht zu stressen, Ehrgeiz und Essen. Weil du sagst auch, über die Jahre hast du bestimmt auch nochmal hier und da... Also Aktivität und Cardio habe ich tatsächlich, genau, habe ich ja 2019 auch schon relativ viel gemacht. Finde ich auch geil, ich weiß nicht. Ja. Also ich finde, ich weiß nicht, gestern zum Beispiel habe ich mich aufs Rennrad gesetzt und dann bin ich eine Stunde rumgefahren. Aber halt wirklich nur entspannt, ne? Es ist nicht so, dass du sagst, sondern einfach nur... Meinst du trotzdem, dass sich auf die Beine auswirkt, auf die Regeneration und so? Ja, doch, safe. Aber ich bin, wenn ich jetzt nicht Classic starte, also wenn ich Classic starten würde, dann müsste ich auch alles halt überdenken, ne? Weil in Men's Physik denke ich mir immer so, ja okay, selbst wenn die Beine halt regenerativ nicht hinterherkommen, passt. Ja, ich meine, das ist eine Auslegungssache, ne? Du hast ja Classic, willst du gar nicht starten? Ich hatte ja überlegt, ob ich beim NAC einen Doppelstart mache. Ah. Tatsächlich war auch beim letzten Posing Day vom NAC, habe ich mich mal neben die Classic-Jungs gestellt. Und? Kann ich dir gleich Videos zeigen, das ist halt schon... Ist gut auf? Nee, also die haben schon was, ich glaube, wir haben so einen Simulationswettkampf gemacht, okay. Da bin ich tatsächlich gar nicht so weit hinten gelandet, aber halt, ich war halt auch schon am Diensten, ne? Du weißt ja, wie Leute auf, mit anderen Substanzen, die haben ja eine, ich weiß nicht, wie lange machen die, 12 Wochen? Ja, ich glaube 12 Wochen, 12 bis 10 Wochen Vorbereitung, das heißt, ich war halt schon deutlich leaner, dann kannst du es halt nicht vergleichen, dann siehst du halt besser aus, weil du halt vom Körperfett niedriger bist. Aber da sind keine Doppelstarts möglich. Deswegen werde ich wahrscheinlich es nicht machen. Also nur Men's Physik. Dann werden wahrscheinlich wir uns nochmal begegnen dieses Jahr. Weil, das ist ja, glaube ich, 2-3 Wochen nach der ANBF, nach meinem letzt geplanten Wettkampf. Und je nachdem, ich sag mal so, je nachdem, wie ich in diesen 3 Wettkämpfen abschneide, also Ivo, ja, Europameisterschaft, ja, Doppelstart und ANBF, überlege ich, ob ich dann halt noch den NRC und den DBV, bei dem du auch vielleicht geliefert hast. Oder du suchst dir doch wenigstens einen aus, oder? Oder ja, ja, direkt so, beide will er mich kaschen. Ach, Quatsch, Digga. 7 Kilo aufgebaut und jetzt... Naja, aber ich, wie gesagt, ich würde halt schon, weil NRC ist halt hier direkt um die, ja, um die Ecke, ja, ne? DBV auch. Ist ja egal, ich glaube... klaut ja keinem was gegenseitig, ne? Nee. Ich, vor allen Dingen, du bist dir so sicher. Jetzt, warum bist du dir so sicher? Was bin ich mir so sicher? Ja, dass ich gute Chancen hätte. Du bist halt muskulär gesegneter als ich.
Nee, würde ich, das würde ich jetzt, das würd ja, ich jetzt muskulär nicht. Muskulär schon. Also ja. Und ganz unparteiisch. Rein muskulär gesehen. Definiere muskulär. Ah, nee. Digga, wir haben hier einen fucking Europameister. A und der F hat da alles rasiert. Mal sein. Nein, also ich wirklich nicht understatement-mäßig, sondern ich sag halt von den. Also ich, wenn ich du wäre, ich würde on hoppen. Von ja, sagen viele, ja. Also ich muss sagen, Rocky hat schon eine runde, sehr runde gesegnete Linie, so ja. ist es nicht, aber du auch, Florian. Ja, also nicht, anders, du hast eine andere Linie, vor allem mit der Härte, die du bringen kannst. Und so wie du die Posen dann stehst, sieht es einfach, ich kann mich nur an 2019 erinnern, du musst dir wirklich vorstellen, das kommt wie voll war eure Klasse, 25 Athleten oder sowas auf diese, in dieser Siegerlandhalle, ne? Das heißt, du guckst einmal in die Runde und vor diesen 25 Athleten bist du halt so voll rausgestochen. Direkt. Ja, Farbe und Glanz und diese Härte. Diese Härte krank, mit ne? der Fülle. Ne? Weißt du, welcher Glanz? Das war der Boltmann, ne? Ich zeig dir noch. Ja. Nee, hat besser übrigens jetzt auch Gold. Ja? Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ne, aber da, ich finde, das ist auch ja genetisch gesehen, wie die Muskulatur gegen diese Haut drückt, ja, also wie voll du diesen Look bringen kannst, ja. Aber das ist halt wirklich nur immer, das ist halt 90% Posing. Das meine ich so zum Beispiel, wenn Rocky einfach so steht, ne, bei mir ist halt, wenn ich mich eindrehe und halt in die Pose reinkomme, dann ja. Aber so rein muskulär gesehen ist halt. Aber ich bin echt gespannt, dann lass doch besser auch noch und dann machen wir richtige Reunion. Ja, sag ich doch. Gerne. Also er wollte ja auch so, glaube ich, NPC starten, hat mir auch mal kurz, glaube ich, geschrieben. Genau, 1.10. schleich mit dem zusammen. Komm mit. Komm mit. South German Cup. Ja, ich Unterkunft. Ich konzentriere mich erstmal safe auf Ivo, da muss alles stimmen. Aber wenn er noch Geduld hat. Und noch 1.10. Warm-up-Wettkampf ohne Carbs. Flach hin. Einfach zum. Also ich würde es machen. Ja, du musst machen, Bruder, weil du wie noch nicht starten kannst, ne? Aber das wäre echt krass, eine Reunion, NAC und DBV. Ja. Wenn das alles klappt und je nachdem wie die Season läuft, wäre natürlich geil, wenn man mal schaut, wie viele eigentlich schon von damals dran sind. Das ist auch eine Sache, da plane ich auch zukünftig einen Podcast zu. Warum, wenn man jetzt Natural Bodybuilding schaut, nur die ganzen, sagen wir mal, großen Bodybuilder kennt, weil die halt regelmäßig starten und viele Men's Physique-Leute, die kennt man halt einfach nicht. Ja, die starten echt selten. Ja, und das nervt mich. Also ganz ehrlich, ich muss auch sagen, das bereue ich halt hart, dass ich nach zwei, also dadurch, dass ich ja eh mein, warum bin ich nicht von vor 2 Jahren gestartet? Oder jedes Jahr? Ja. Also ich muss schon sagen, rückwirkend betrachtet, betreue ich das halt schon, als ich 4 Jahre Off-Season hatte. Hm. Gerade weil ich halt sage, okay, weil ich meine, dadurch, dass ich ja eh auf einer TRT war, wäre es jetzt auch nicht so ungesund gewesen, jedes Jahr zu starten. Hm. Und gerade aus dem Parameter, aber selbst wenn man nicht auf TRT ist, würde ich jetzt schon sagen, so alle 2 Jahre mal wieder in den Start gehen. Hm. Gerade was du sagst, also natürlich Off-Season ist produktiv, aber was du sagst, das PR ist geballert wie sonst jetzt. Ja. So, und Mindset ist halt ganz anders. Mhm. So, und das ist, kannst du auch nicht mit einem Pre-Prep-Cut oder mit einer kleinen Mini-Cut vergleichen oder so. Safe. Okay. Ja. Willst du ein Getränk herholen? Dann machen wir kurz Werbeunterbrechung. Ja. Das ist auch noch eigentlich lang, ne? Mhm. Wenn ich überlege, eigentlich muss ich auch bis Mitte oder ist Mitte, auch wenn das letzte Show, muss ich immer überlegen, wenn ich dann weitermachen sollte. Ob ich dann für DBV und NAC, weil auf, sag mal, auf so diesen ungetesteten Verbänden. Komm einfach voller. Da muss man ja nicht diese Endhärte bringen, ne? Die schauen da eh nicht so drauf. Dann einfach auf TRT Plus gehen für diese einen Monat und dann gib ihm. Scheiße. Mich würde mal interessieren, wie viel man halt in. Ja, letztes Mal nochmal mit dem Quatsch. Hm. Weil ich meine, so, ja, Zug ist eh abgefahren. Ja, Zug ist nicht abgefahren. Also, selbst wenn ich überlegen würde, jetzt zu sagen, okay. On zu gehen, meinst du richtig? Nee. Also, richtig on zu gehen, habe ich ja erzählt, wegen meinen Haaren eh nie. Hm. Also, das kommt nicht in Frage. Du hast jetzt alles, was mit Test so zu tun hat, wäre eh komplett raus. Aber was die meinten, ich meinte so, ja, es gibt auch andere Möglichkeiten. Und ich so, ja, aber selbst wenn ich mich jetzt bei den ersten 2-3 Shows gut vorher platzieren würde und dann auf einmal sagen würde, okay, jetzt habe ich Blut geleckt,
dass das nicht geht. Und die meinen, das geht. Aber ich glaube, dann kannst du vielleicht 2 Kilo draufpacken, aber... Kannst du bis nach VGA cruisen. Bis mit Insulin spielen. Dann, wow. Ganz ungefährlich. Ja, aber siehst du dich da als... Also angenommen, du würdest jetzt gut platzieren. Siehst du dich dann irgendwo als deutscher IFBB-Pro, der dann hauptsächlich vom Bodybuilding lebt? Also kannst du dich damit identifizieren? Nein. Nein, ne? Aber das ist auch, weil ich... Ja. Boah, guck dir den an. Das ist ja schon... Das ja, aber so sehen die IFBB-Pros halt aus. Die haben alle also... Da kann sogar dein... Obwohl, kann sein, wenn du... Gut... Ich hab was, aber guck mal deren Rücken an. Ja, nicht alle. Viele. Ja, aber ist auch Genetik-Sache. Deswegen. Ich hab dem, wenn ich meine Durchblutungsproblematik mal in den Griff bekommen würde, ne? Ja? Ich glaube, dann wird's auch anders aussehen. Am Ende des Tages wäre das schon cool herauszufinden, wo man da stehen würde. Safe, safe. Das ist auch das, was mir so ein bisschen in den Händen kitzelt, weil ich habe ja jetzt auch viel Zuspruch bekommen in der Season. Auch von vielen Leuten, die halt schon unterstützt sind. Aber dann selbst das nochmal zu tun, ist immer was anderes, ne? Weil man kann es ja immer den Leuten sagen, ja, mach mal, mach mal, mach mal. Aber selbst mal das in die... Aber selbst mal die Spritze in die Hand zu nehmen und sich in den Arsch zu injizieren, ist mal was anderes, ne? Morgen ist ja dein Montag von 3. Okay, was machst du da? Gut, du bist so dran. Ich würde auch immer noch sagen, dass dieses ganze Thema um, du weißt nicht, wo es herkommt, auf meinen Kopf halt ja, maximal weg. Ne? Das ist halt nicht schön, dass du das halt kaufen kannst und weißt, was drin ist, sondern... Bestes Beispiel Roman Fritz, ne? Der hat ja auch in der letzten Season, hatte der einfach Stoff, was nicht richtiger Stoff war. Und deswegen ist er halt sehr dünn geworden. Echt? Aber es im Nachhinein heraus, ne? Zahlst jemanden die ganze Zeit Kohle, auf einmal wirst du einfach nur dünn und fragst dich, woher kommt das? War schon krank. Und dann musst du überlegen, seine Quelle muss ja die beste Quelle sein, die... Mhm. Ich will nicht wissen, was er mit dem Typen gemacht hat. Deswegen vielleicht, haben wir einen Chemiker unter uns? Selber machen. Zeithasse, ne? Selber, man nimmt nur für Eigenbedarf. Für Eigen. Das stimmt, wir haben Chemiker. Wir haben einen guten Chemiker bei uns. Wir haben sogar zwei. Zwei, krasse. Wir haben sogar einen Doktoren. Aktuell zwei. Das stimmt, fast zwei. Fast zwei. Also, wenn Social Media dich verläuft, dann weißt du Bescheid. Ja, oder halt mal ein Jahr nach in die Türkei, ne? Obwohl, selbst da habe ich gehört, dass... Genauso wie in Thailand, Digga. Nur weil in Thailand das alles in der Apotheke gibt, heißt das nicht, dass das apothekenbar ist. Ja, ich würde da auf jeden Fall in Mexiko war auch. In Mexiko würde ich gar nicht, Alter. Guckst du jemanden schief auf der Straße nach dem Stück? Ich wurde in Mexiko ausgeraubt von der Polizei. Von der Polizei? Hm. Hä, wie das denn? Wir kamen abends vom Feiern und dann kam die Polizei und dann Personenkontrolle. Und dann, ich habe Glück gehabt, ich habe quasi mein Handy und mein Geld in die Hand genommen, habe mich hingestellt. Und die 2 Kollegen von mir kontrolliert wurden, der meinte so, ja, meine 200 Euro sind weg. Und ich meinte so, Digga, du bist einfach voll besoffen, du hast das Geld im Club verloren oder so. Sag ich so, nein, Digga, die hat mir das aus der Tasche genommen. Dann meinte ich so, ja, laber keinen. Krass. Und dann steht die Polizistin einfach und steckt sich das Geld so in ihre Waffe rein. So, und dann voll das Herz gemacht. Dann haben die Polizei angerufen. Der kam nie wieder. Die Polizei angerufen, ja, wir wurden gerade von der Polizei ausgeraubt und legen die einfach auf. Das ist halt krass. Ja, gar keinen Bock auf so eine Scheiße. Mhm. Crazy. Ich würde sagen, Mexiko war schon wild. Nun ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Podcast an der Stelle, weil wir jetzt ins Workout hoppen. Bin ich mal gespannt, wie die Form aussieht. Das seht ihr dann. Dürfen wir jetzt zeigen, oder? Wir filmen das gleich, oder? Bro, diesmal bist du ready. Komm, mach jetzt nicht diesen. Nein, also wir können uns auch filmen, ich bin nicht ready. Ja, aber wir filmen das ab. Du sagst eh, auch one week out sagst du, du bist nicht ready. Nein, Boys. Auch auf Stage? Show day bin ich ready. Ja? Ja. Okay, safe. Dann seht ihr auf jeden Fall im nächsten YouTube-Video. Kleine Reunion von Florian und mir. Das wird sehr, sehr nice. Wir gehen jetzt ins Push-Workout. Abschließende Worte von euch beiden. Habt ihr was auf dem Herzen? Ihr könnt das jetzt hier loswerden. Können wir überhaupt gegeneinander posen, weil nicht, dass wir uns gegenseitig was abgucken.
Lass mal nicht unsere Posing-Routine machen, damit wir am Tag X. Welche Posing-Routine sprichst du? Posing-Routine. Ja, aber wo müssen wir das zeigen? Im Video oder nicht? Nee, aber auf welchem Wettkampf? NRC hast du keinen I-Walk, oder? Doch. Echt? Ich glaube schon. Ja, Bro, ich brauche mir noch nichts abgucken. Aber ich bei dir. Kannst du ja machen. Kannst du machen. Ja, wir können das ja ein bisschen. Kopier einfach 1:1. Einfach, der ist nach mir dran und der macht genau das Gleiche und dann denkt sich was los. Ja, aber ehrlich, so was jetzt NRC und DBLV angeht, da mache ich ja einfach nur Just for Fun mit und. Also mir ist das ja scheißegal, wie ich mich. Klar, ich will gut place und so, aber wenn du jetzt vor mir. Das ist ja Florian, ne? Dieses Understatement. Aber ich weiß, wie du bist von deinem Winner. Du bist vom Mindset her schon, du willst das. Auf jeden Fall. Ich sag ja, ich will mich gut placen so, aber wenn du jetzt dich vor mir placen würdest, würde ich denken, ich würde dir das voll gönnen. Boah, ich könnte jetzt auch. Ja, so wie 2019. Obwohl, nee, 2019 muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, ich konnte den Rocky früher nicht leiden. Du hast ja im letzten Podcast gesagt. Ja. Willst ja, du nochmal sagen? Sag nochmal. Boah, ich mochte den gar nicht. Sag mal. Nee, aber Wegen Konkurrenz, ne? Ja, ich glaube schon. Deswegen? Also, nee, das ist so ein Konkurrenzgedanke. Ich glaube, das Problem ist bei dir, du... Also Problem ist jetzt bei mir, okay, erzähl. Nein, das Problem ist, glaube ich, weil du damals immer so warst, machst du ja auch aktuell, ne? Dass du diesen Push hast und ich war das früher, glaube ich, einfach nicht gewohnt. Also was meinst du mit Push? Für mich war immer dieses, wenn ich sage, okay, ich hole das Ding, dann habe ich mich getriggert gefühlt. Also wenn ich sage... Damals, glaube ich, habe ich mich dann getriggert gefühlt, weil ich selber so dachte, so sehe ich so scheiße aus. Also nicht, weil ich meine, sondern dass das so eine klare Nummer ist, dass ich dunk hole das Ding. Verstehst du nicht? Ich verstehe, was denn. Also, kleine Nummer, ich kann es aber auch nicht so gut erklären. Also, das, okay, das ist quasi, wenn wir beide sind gute Pokerspieler. Okay. Und wir pokern zusammen und du sagst so, boah, ich werde dich eh auseinandernehmen. Ich werde eh Erster. Und dass nicht dieser Competition-Gedanke ist, sondern dieses, aber das kann ja sein, dass ich mich früher wie ein Chotruck davon getriggert gefühlt habe. Ah, okay, jetzt verstehe ich, ne? Okay, das ist, weil du selber nicht das Selbstbewusstsein hast, also weil ich vielleicht selber gerne das Selbstbewusstsein hätte, was du, wie du es nach außen getragen hast, das habe ich mich dadurch quasi dann getriggert gefühlt. Okay, ja, ich verstehe, was du meinst, weil ich halt so... Aber du hast dich auch verändert, also schon verändert. Aber das liegt nur an der Muskelmasse, dass ich mich jetzt... Aber ich weiß, was du meinst. Weil ich damals halt noch sehr verbissen vielleicht war. Genau. Und unbedingt gesagt habe, ey, yo, ich gehe da hin und will rasieren. Ja, ja. Ich meine, heute bin ich ja, man wird älter, man entwickelt sich. Ich habe immer noch den Gedanken nach wie vor, das beste Paket abzuliefern. Und würde mich natürlich freuen zu gewinnen. Wäre blöd, wenn aber du bringst ein Party hier rüber. Ja, einfach, ich würde sagen, so ehrlich... Ja. So mit der Zeit, wie man sich entwickelt, dass man das einfach so auch vielleicht nach außen repräsentiert. Aber kann natürlich war wahrscheinlich ein bisschen sinnlos, dass du oder dass viele sich wahrscheinlich dadurch getriggert gefühlt haben damals. Weil das muss übrigens nicht rein, ne? Also ich habe das nur. Oder wir sind noch real. Ja, guck mal, scheiß drauf. Ja. Aber angenommen, ich sehe jetzt auch. Ich finde das nur lustig, weil letztes Mal war im. Hab ich jemanden, ich weiß gar nicht, den kennst du nicht, im Flex. So, und dann habe ich von dir erzählt, den Flex in Hürth. Und dann meinte er so, ah ja, der trainiert ab und zu bei mir im Gym, ich kann ihn gar nicht leiden. Und dann meinte ich so, warum? Okay. Und dann sagte er so, ja, keine Ahnung, so von seiner Art, wie der so auftritt. Und dann meinte ich so, Bro, sprich einfach mal mit dem. Ja, das ist aber... Das ist halt, weil du wahrscheinlich auch im Training dann dieses 120% und deine Scheuklappen auf den Schrei oder den Ding. Ja, natürlich. So, und dann fühlen sich Leute so, boah, Alter, der denkt auch, der wäre der Krasseste. Und ich so, Bruder, rede doch einfach mal mit den Leuten. Und das habe ich... wirklich in der Vergangenheit gelernt, voll viele Leute, die ich dachte, ich mag die nicht, mag ich gerne. Andersrum, Leute, wo ich denke, eigentlich sympathisch. Oh, die Kamera läuft! Ja, du schneidest es. Ich vertraue dir. Scheiße! Nee, okay. Da gab es noch, aber... Ja, machen wir später. Dann hast du halt andere wieder, wo du dich gar nicht mit verstehst, ne? Ja, ich finde, es ist natürlich so eine Scheinwelt, Social Media und so, deswegen bin ich immer ein Fan davon. Also ich bin ehrlich, ich lasse auch nicht viele Leute so bei mir rein. Also gerne, also jetzt nicht zu Hause, also natürlich zu Hause auch nicht, aber generell in mein Leben. Und wenn ich im Gym bin, stimmt, also auch wie du es schon richtig vermutet hast, ich bin jemand, wenn ich im Gym bin, Scheuklappen... Es interessiert mich ein Scheiß, was Leute reden, was Leute tun. Ich will einfach nur mein Ding durchziehen.
Und ja, also sag ich aber mal. Aber so bin ich auch tatsächlich so zum Teil im Fitnessstudio. Ich bin extrem so. Weil für mich ist Training mit das Wichtigste, was mich am meisten erfüllt. Und das ist nicht, man kann es ja nicht nachvollziehen, wenn man nicht selbst gerade in dieser Situation ist. Training ist für mich mehr als nur ein Hobby. Das ist für mich auch berufsentscheidend. Je nachdem, wie ich diese Saison performe, das hat Auswirkungen auf meine gesamte Fitnesskarriere, so gesehen. Und deswegen... Hast du schon die 1000 Abonnenten eigentlich? Bald. Und deswegen ist es einfach für mich viel mehr wert. Sag mir auf jeden Fall gleich, wer das gesagt hat, dann muss ich auf jeden Fall mal ein Ärztes machen. Ich kenne... Ist mir auch egal, ehrlich, ist mir auch egal. Ja. Ne? Aber das ist oft so. Was ich euch mal sagen wollte noch, und zwar, was ich ultra schätze, ist dieses... Dass dein Quali... Also die... Seit wann machst du das? Was? YouTube. Auch oder 5 Jahre. Ja, ich schwöre es dir, ich hätte nicht so lange durch... Also, ne, ich bin so jemand, ich kann auch was durchziehen, 6 Monate oder ein Jahr. THT meinst du? Also, wenn ich nach 6 Monaten oder ein Jahr nicht den Reward dafür bekomme, genau, für die scheiße Arbeit und alles, und vor allem der Content ist halt schon deutlich besser als manche Leute, die... 5, 6, 8000-fache an Followern haben, weißt du, meine? Das ist halt. Ja. Danke, Bro. Durchziehen. Aber echt so. Ja, kann dranbleiben. Manche. Besonders das letzte Video, was ihr jetzt schon gesehen habt am Sonntag, das hat mich Unmengen an Arbeit gekostet, aber das, was, wenn es dich erfüllt und dir Spaß macht, dann setzt du dich auch nachts bis 1, 2 Uhr noch in der Wettkampfdiät hin, weil das bockt einfach, ne? Und wenn man dann nach und nach, und in letzter Zeit muss man einfach so ehrlich sein, sind die Abonnenten sehr hoch geschossen. Viele Kommentare, natürlich auch wegen der Wettkampf-Prep, weil die das alle feiern, aber auch, weil die Qualität stimmt. Und von daher bin ich mal gespannt, wo das hinführt. So Leute, dann würde ich sagen, check den Michael ab, den Florian. Wir gehen jetzt ins Gym und Peace. Tschüss.